Ihr wollt wissen, was es mit Wittgensteins Sprachphilosophie auf sich hat? Ganz ehrlich, weniger als ihr denkt. Wittgenstein war sich zweimal ganz sicher, dass ihm gelingt, was vorher noch keiner geschafft hat, nämlich alle philosophischen Probleme zu lösen. Und das geht zweimal gründlich schief. Beim ersten Anlauf, da war Wittgenstein noch jung. Wittgenstein war gerade aus dem Ersten Weltkrieg zurückgekehrt. Zudem hatte er sich übrigens freiwillig gemeldet. Nach dem Krieg, da wurde erstmal viel herumexperimentiert. Nicht nur gesellschaftlich. Das Bauhaus zum Beispiel suchte eine ganz neue Formensprache. Wittgensteins Frühwerk passt gut in diese Phase des Aufbruchs. Man möchte fast meinen, dass er mit dem Bauhaus konkurrieren will, denn er will für unsere Sprache ein neues, glasklares Fundament errichten. Logische Syntax nennt er das. Nur, dass es ihm nicht darum geht, einem schwülstigen Jugendstil mit einer klaren Geometrie zu begegnen. Wittgensteins Gegner sind die Philosophen mit ihren Problemen. Wittgenstein bildete sich nämlich ein, dass sich alle oder doch zumindest die meisten philosophischen Probleme der Vieldeutigkeit unserer Umgangssprache verdanken. Was er übrigens nie an einem einzigen Beispiel demonstriert. Trotzdem stand für ihn fest, dass man sie aus der Welt schafft mit einer Sprache, die keine Missverständnisse zulässt. Man musste nur jedem Ding das passende Wort zuordnen und schon war es mit den Problemen der Philosophie vorbei. Das war allerdings leichter gesagt als getan, denn Wittgenstein war ja nicht der liebe Gott, der einfach mal den Heiligen Geist über uns ausgießt. Wittgenstein war auch kein Dichter, der sich neue Worte ausdenkt. Wittgenstein war Ingenieur. Und seine Lösung war auch die eines Ingenieurs. Wittgenstein reduziert einfach die Zahl der Variablen, mit denen wir die Welt einteilen. So etwa wie das die Stringtheorie in der Physik macht. Die versucht auch mit deutlich weniger Variablen auszukommen. Wittgenstein reduziert einfach die Anzahl der Variablen, mit denen wir die Welt einteilen, auf 2. Die alte Welt kennt da Sachverhalte, Prozesse, belebte und unbelebte Dinge, Eigenschaften von Dingen und Prozessen, daneben kennt sie noch Subjekte und Objekte, Aktionen und Reaktionen. Wittgenstein lässt dagegen nur noch Gegenstände und Sachverhalte zu. Alles ist bei ihm entweder Gegenstand oder Sachverhalt und sonst nichts. Subjekte, Objekte, Vorgänge, Eigenschaften, sie alle werden bei Wittgenstein zu Gegenständen. Auf sprachlicher Seite entspricht ihm ein ebenso abgerüstetes Inventar. Statt Subjekte, Prädikate, Objekte, Adjektive und Adverbien kennt seine Sprache nur noch Namen bzw. Uhrzeichen und Sätze, die Namen bzw. Uhrzeichen miteinander verknüpfen. In Wittgensteins Welt treten nur noch Gegenstände mit Gegenständen zusammen. Solch eine Verknüpfung von Gegenständen ist ein Sachverhalt. Sprachlicherseits entspricht dem eine Verknüpfung zweier Uhrzeichen zu einem Satz. Besteht dieser Sachverhalt? Ist der Satz wahr? Besteht er nicht? Ist er falsch? Alle wahren Sätze zusammengenommen bilden eine vollständige Beschreibung der Welt. Da stellt ihr euch natürlich die Frage, warum ein reduziertes Inventar besser sein soll als ein elaboriertes. Warum soll man alles mit dem Beil zerteilen, wenn es doch auch Scheren und Sägen gibt? Aber die Frage muss man gar nicht beantworten, denn Wittgenstein findet für sein Vorhaben ohnehin keine Anhänger. Wobei man noch dazu sagen muss, dass Wittgenstein kein einziges Anwendungsbeispiel nennt. Eine Stringtheorie sozusagen, ohne empirischen Beleg. Es scheint allerdings, als ob Wittgenstein selbst an seine Vision geglaubt hat. Denn nachdem er sein Frühwerk vollendet hat, geht er für 4 Jahre in die österreichische Provinz, um Dorfschullehrer zu werden. Wegen seiner Neigung zum Jähzorn blieb allerdings auch das eine glücklose Periode. Einer seiner Schüler war bewusstlos zusammengebrochen, nachdem er von Wittgenstein geschlagen worden war. Einem Dienstaufsichtsverfahren konnte sich Wittgenstein nur dadurch entziehen, dass er den Schuldienst quittierte und zurück nach Wien ging. Wichtig für seinen zweiten Anlauf gegen die Probleme der Philosophie ist seine Beschäftigung mit der Umgangssprache. 1926 erscheint sein Wörterbuch für Volksschulen. In seinem zweiten Anlauf will er die philosophischen Probleme nun innerhalb und mit Hilfe der Umgangssprache lösen. Seine Diagnose in Bezug auf die Angriffsfläche des Philosophenvirus bleibt dabei dieselbe wie in seinem Frühwerk. Philosophische Probleme docken an der Relation Wort zu Bezugsgegenstand an. Nicht einmal seine Methode unterscheidet sich grundlegend. Einfach die Zahl der Variablen reduzieren. Diesmal ist der Bezugsgegenstand Mode. Verändert hat sich nur die Art der Verpackung. Wittgenstein, der damit die Ordinary Language Philosophy aus der Taufe hebt, will es so scheinen lassen, als ob eine Analyse unserer Umgangssprache den Bezugsgegenstand zum Verschwinden bringt. Wir werden gleich sehen, dass das gemogelt ist. 3 Argumentkomplexe lassen sich unterscheiden. Auf 2 gehe ich hier ein. Auf einen dritten in einem weiteren Video. Ein erster will uns davon überzeugen, dass die Wortbedeutung mit der Bedeutung der bezeichneten Sache identisch ist, um dann zu behaupten, wir könnten getrost auf die Wortbedeutung und damit auf den Bezugsgegenstand verzichten.
Da sind wir bei seiner sogenannten Gebrauchstheorie der Bedeutung. Die Bedeutung eines Wortes ist sein Gebrauch in der Sprache, so lautet die Schlagzeile dieses Argumentstrangs. Das Argument, wenn man es denn so nennen will, lässt sich kurz so zusammenfassen. Um zu verstehen, was eine bestimmte Sache ausmacht, müssen wir immer schon eine Menge anderer Dinge verstehen. Wittgenstein erläutert das am Schachspiel. Er schreibt: Das Benennen ist noch gar kein Zug im Sprachspiel, so wenig wie das Aufstellen einer Schachfigur ein Zug im Schachspiel. Zitat Ende. Die Fährte, auf die uns Wittgenstein hier locken will, ist die, bei der Wortbedeutung immer auch noch oder besser nur noch an die Sachbedeutung zu denken. So heißt es, die Worte "das ist der König" oder "das heißt König" sind nur dann eine Worterklärung, wenn der Lernende schon weiß, was eine Spielfigur ist. Zitat Ende. Wie gesagt, Wittgenstein will uns das als eine Analyse unserer Umgangssprache verkaufen. Bloß ist es das eben nicht. Erneut handelt es sich um einen Reformvorschlag. Leute, lasst das doch mit dem Bezugsgegenstand und denkt bei der Wortbedeutung doch lieber an die Sachbedeutung. Und da es sich zur Bedeutung einer Sache stets unendlich viel sagen lässt, wird aus einer trivialen Beiläufigkeit, König, das Wort steht für den König und Gelb für die Farbe Gelb, ein Netz von Variablen, aus denen der Bezugsgegenstand schlussendlich herausfällt. Und so wird er ihn los. Im zweiten Argumentstrang setzt Wittgenstein wieder bei der Vieldeutigkeit sprachlicher Ausdrücke an. Das war sozusagen sein Lebensthema. Diesmal dient ihm diese Beobachtung dazu, eine Theorie von Bedeutung zu attackieren, die in dieser Form zuletzt Platon vertreten hatte. Platon glaubte tatsächlich, dass allen mit einem bestimmten Wort bezeichneten Dingen etwas stets Gleiches innewohnt. Schaut euch dazu meine Videos zu Platon an. Wittgenstein demonstriert dagegen am Wort Spiel, dass das kaum stimmen kann. Vielmehr sehen wir, ich zitiere, ein kompliziertes Netz von Ähnlichkeiten, die einander übergreifen und kreuzen. Familienähnlichkeiten nennt Wittgenstein das dann. Man mag das zur Kenntnis nehmen, man mag sich aber auch fragen, wer daran wohl Mitte des 20. Jahrhunderts noch geglaubt hat. Unsere Sprache hat nun mal nur endlich viele Ausdrücke. Vor allem aber muss man sich fragen, was Wittgenstein damit bewiesen hat. Dass Worte nichts repräsentieren? Jedenfalls nicht. Zusammengefasst, in seinem Bemühen, den Bezugsgegenstand zu eliminieren, ersetzt Wittgenstein die Wortbedeutung durch die Sachbedeutung. Das flankiert er mit der Feststellung, dass Worte sich nicht immer auf etwas stets Gleiches beziehen. Wittgenstein, das wisst ihr vielleicht, hat sich für ein Genie gehalten. Sendungsbewusstsein hat er sicherlich gehabt. Ein Geniestreich sieht allerdings anders aus. Aber Wittgenstein hat ja noch einen allerletzten Pfeil im Köcher. Dazu mehr im nächsten Video. Setz ein Abo, wenn euch dieses Video gefallen hat.